Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bioshock Remastered. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Okay. Ja, wir haben ja im letzten Part das Video noch geguckt am Ende. Und wollen jetzt natürlich weiter in der Story weiter. Denn die Videos finde ich an sich ganz cool, aber die stören so ein bisschen die Story, weil die so richtig langgezogen sind, finde ich persönlich. Und eigentlich wäre es cooler, wenn man die dann am Ende irgendwie komplett anguckt, aber ich glaube, ich hätte nicht die Nerven, am Ende mir da eine Stunde lang die Videos zu gönnen. Aber gut, ne? So ist das dann halt. Er sagt, wir haben jetzt keine Probleme mehr. Das heißt, wir sollten ja auch keine Gegner und alles mehr haben, oder? Also. Gut, da bin ich gerade ein bisschen erschrocken, obwohl das ja im letzten Part in dieser Filmsequenz sogar drin war. Ich bin direkt vor dem U-Boot, Doc. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von dir entfernt. Okay. Okay. Einfach mal draufschlagen, dass es aktiviert ist, hoffentlich. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den Mülleimer anklicken, aber gut, dann nicht. Komm da raus, Mülleimer. Oh, das ist gar kein Mülleimer. Okay, never mind. Ja, du schützt ja auch sein Leben. Okay. Jetzt haben wahrscheinlich noch zur Not nochmal seine Waffen bekommen. Oh lol. Das hacken wir doch einfach mal. Hacken hat uns ja noch nie geschadet. Machen wir uns auch mal eine Spritze rein. Einfach nur, weil wir es können. Oh, und hier ist super viel Whisky und alles. Das ist mir egal, ich will das alles trinken. Einfach nur in der Hoffnung, dass das halt auch ein bisschen Leben und so gibt. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bringt. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ich würde sagen, eigentlich will ich jetzt weniger Alkohol aufheben, weil das nicht kacke Spaß, ist. Aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Welchen Knopf überhaupt? Ich habe noch gar nicht aufgepasst. Das ist gar kein optionaler Weg, den ich gerade gehe. Das ist der richtige. Okay, da ist der Knopf. Aber wir drücken einfach, oder? Ich würde gerne seine ihm helfen. Okay. War das ein Fehler? Und das ist gut. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira! Kannst du mich hören, Liebling? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Oh, damn. Tatenlos zuzusehen, wie er stirbt. Fleißer! Ich will dir helfen! Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Oi, oi. Easy. Was ist das?
Wie sieht denn gleich so stark? Oh oh. Oh oh. Ei, 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 ei. Hier ist richtig Party angesagt. Mach das. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst. Raus da. Wir treffen uns woanders wieder. Man kann durch die Dinger durchballern. Wie unfair ist das denn? Ich bin ein Star. Du nicht. Renn nicht. Na, ist der kalt? Das ist gut so. Okay, what the heck is going on hier, ey? Hab ich gleich schon untersucht, ja. Wieder rein. Los, 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 los. Hab heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks. Genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein. Damn! Das U-Boot! Bleib! Du schleichst dich hier rein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Nein, die Familie! Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! No! Rip and Pepperoni. Ich wollte ihm doch helfen. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Okay. Ja, das tut mir echt ein bisschen leid für ihn, ne? Wir wollten eigentlich nur helfen und seine Familie retten, aber ich glaube, da wird jetzt nichts mehr raus. Also wenn die im Urlaub U-Boot fahren. Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn. Und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Klingt nach einem Plan. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Oh. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Okay, darf ich jetzt einmal? Danke. Okay, wir haben zwei Sisters hier. Teegarten. Geh zu bla bla, okay. Okay, also hübsch ist das ja schon alles, ne?
Uiuiuiui. Gibt's zunächst hier einen heftigen Bossfight oder was? Dass ich hier so beschenkt werde, sag ich mal. Not bad, was wir im Waffenhall haben, ey. Und vor allem ist es so ruhig. Ja, schon fast zu ruhig hier alles, ne? Was meinst du, Dummkopf? Es ist wunderschön. Okay. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? What? Hallo, Schnuckelchen. Wow. Der hat mich erwischt. Der hat mich echt erwischt. Wow. Und tschüss. Ich will nur umgucken, Mensch. Siehst du, da bin ich noch eine Spritze. Boah, Splittergranaten sind voll. Das ist ja echt ein bisschen eklig, die nicht mitnehmen zu können, ne? Kann ich das abpacken? Ja, wir wissen, was da drauf steht. Wahrscheinlich soll, können die es abfackeln. Okay. Ja, I know it, but ich will mich erst umgucken. Mensch. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnte nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Okay. Kannst du bitte einmal deine Waffe genau... Danke. Ein Foto. Und noch ein Ding. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Okay. Hi. Ja, wo wollen wir denn hin, Mensch? Hallo, Schnuckelchen. Überraschung, Kumpel. Ich hab ihn gehauen. Oh, ich hau den wirklich. Also, der ist halt wirklich da. Wow. Bist du noch da oder nicht? Wer bist du? Oh lol, fast komplett voll. Oder neue Forschung, Level. Erhöhten Schaden plus. Also ist das voll gut, wenn die Dinger fotografiert. Boah, hätte ich das mal mit den Big Daddies auch machen müssen. Weil Big Daddy Damage ist bestimmt nice, Alter.
Ah, das will ich gar nicht. Noch ein Turmband, Alter. Uah. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Was bringt das hier, dass ich das auch benutzen kann? Hm. Vielleicht war das sogar zu und ich habe es aus Versehen geöffnet. Indem ich hier wieder mein E rumspamme mache und gucke, ob ich irgendwas finde. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Den Dude haben wir aber geschafft, ne? Also der ist jetzt da weg. Achso, ja, hier ist eine Tür. Au, au, au. Was, hier habe ich echt 5 Muni? Verrückt. Verrückt, dass ich echt mal 5 Muni von irgendwas haben kann, ne? Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Das wird dich nicht retten. Warte! Ich hab die Tasten vergessen. Was bist du für einer? Thundersplicer. Niemand. Wer bist du? Ich will irgendwie alle fotografieren, weil es gibt Bonus halt. Dieb verleiht ihnen etwas sechsten Sinn. Okay. Was hier? Ich bin irgendwo geschützt, Alter. Erstmal Hack. Boah, das ist aber teuer, Alter. Oh man. Ich hab nicht viel, was wir hacken. Also, wo wir lang müssen, so. Zack. Zack. Und noch eins. Wunderbar. Ist da irgendwo was versteckt hinter? Haben wir die auch schon? Ah, B. Aber wir können die wahrscheinlich bis auf A hochpushen, ne? Ich will dir nicht wehtun. Lass mal Geschütz in Ruhe, du Arsch. Ich glaube, es hackt. Okay, da kann ich mit meinem Elektro-Ding da durch. Haben wir auch noch mal einen. Wunderbar, Alter. Ah, da kommt es, glaube ich, echt nicht immer so gut. Das ist doch mein Geschütz, oder? Ja, warum hast du auf mich geschossen, du Arsch? Ich will noch mehr Leute. Ich merke das nicht, wenn du hier reinwalkst. Du bist der. Oh, bist du für einer? Okay. Kann ich die öfter fotografieren? Das bringt was. Du hältst. Renn weg, du Sch. Okay, weg mit dir. Wollte sich gerade heilen?
Das können die? Krass. Ist da jemand? Ich bin Arthur! Das habe ich mir gedacht. Dass das Ding nicht so nett ist. Oh. Kann ich das kaputt machen? Die sind cool, die Fallen. Da will ich hin. Kann ich hier rüber hüpfen so? Au. Das ist kein Hundi. Ja gut, da hacken wir doch mal eine Safe hier, ne? So. Zack. Puh, ich brauch den hier. Zack. Wow. Okay. Napalm-Muni. Ich habe die Waffe noch gar nicht, die wir schon wissen, dass es sie gibt. Bei dem Trailer. Oh lol, ich hätte hier durch. Okay, das sind also diese so kleine Sneaky-Dinger. Okay, da muss ich ja echt ein bisschen mehr drauf achten dann. Ich kenne die Waffe auch dazu, Alter. Napalm-Muni schön und gut, aber ich hätte auch gerne eine Waffe dazu. Einfach kurz alles nachladen hier. Achso. Muss ja aufmachen. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Nee, ne? Oder oben drauf, war da was? Nee. Okay. Da muss ich lang. Okay, was soll ich denn hier? Da lang. Ah, hier runter. Ja gut, da bin ich glaube ich nur einmal hin, um den einen Typen zu verfolgen, oder? Hallo? Ah, okay, haben wir auch wieder ein paar Punkte bekommen. Big Daddy. Ich glaube, das mochte er nicht so gerne übrigens. Da möchte ich so gerne fotografiert werden, oder? Oder doch? Hi. Oh, little sister. Maximal Gesundheit und okay. Ich will Fotos machen, ich will mehr Damage gegen den haben. Bam. Aua. Leute, hab ich da gar nicht gesehen, Alter. Fuck. Ich hab mich selbst gesprengt, glaube ich. Alter, war der Unfall im Gebüsch. Wir retten dich, kleine Dame, wir retten dich.
in der Schwesternstube auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Na los, schnell. Oh, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Gar kein Problem. Ich muss kurz warten. Deine Schwester will da erst rein. Zeit für die Haie, süßer Engel. Gute Nacht. Tschüss. Was kriegen wir denn? 200 Adams, Safecracker und Ionenschrott. Safecracker, dann bauen wir ihn noch rein. Zeit fürs Haie Bettchen, Mr. Ah, wir haben ja auch gleich wieder das Ding hier. Gesundheit und Snacks? Nee. Eve safe. Das Meat verbraucht weniger Eve. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde gerne wissen, was der Dieb macht, aber ich gleich mal gucken. Nehmen weniger Schaden durch Feuer und fügen mehr Schaden, wenn sie im Feuer verwenden. Okay. In der Höhe, wenn sie den Trap. Fällt ein letztes Blitz ab, der das Ziel kurzzeitig betäubt. Verbrauch als Version 1. Okay. Ah, hier haben wir diese Technik-Slot. Was ist das denn? Körper-Tonikum-Slot frei. Ah, das sind die verschiedenen Tonikum-Dinger. Die können wir dann mehr freischalten, okay. Gehen wir auf jeden Fall den Elektro-Ball 2. Der ist echt interessant. Erhöht den Schaden, wenn die Kamera spottet. Okay, das hatten wir schon mal, ne? Dämpft alle die Schritte und erhöht die Gegner. Die Preise an Verkaufsautomaten könnte man nehmen. Ich würde auch gerne hier einfach mehr, ne? Schalte einen Kampftunikum-Slot frei. Okay, das war wahrscheinlich der schlechteste, den ich nehmen konnte. Kampf. Der ist, glaube ich, ganz gut. Da holen wir uns das hier, glaube ich, einfach noch, ne? Der Rest ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Ich hätte gerne so ein Teil, wo ich jetzt noch ändern kann. Um einfach mal zu gucken. Und den Elektroblitz möchte ich gerne wieder auf die 1 haben. Beziehungsweise F1. Haben wir nicht irgendwie so ein Gerät gehabt zum Ändern? Du bist doch eins, oder? Was ist das denn? Objekt anfertigen? Oh lol, wir können sogar craften. Geil. Das ist mal super geil. Ja, komm, mach noch mal so. Na gut, das ist wahrscheinlich günstiger, ne? Geil. Oh, hi. Ob man die auch irgendwie kaputt machen kann, die Teile? Ah, ja, da ist Eve drauf. Aber ich will erst meine Spells gerne wechseln. Einfach nur wegen dem Bequemheitsfaktor. Mal aber noch eine Leiche zu untersuchen. Wir hätten doch irgendwo hier so einen Automaten, oder irre ich mich da jetzt super hart? Nee, du bist das nicht. Du bist das zum Ausgeben. Oh, und ich hab schon wieder nicht gehackt, die Superheld, ne? Kein Vergleich zu diesen Leuten am Apollo Square. Das
Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken, wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Hey, du bist ein Nichts, ein Niemand. Oh Leute, ja, ich bin RIP. Ich bin dämlich. Ich bin glücklich. Ich stehe im Wasser und denke so, erstmal den schocken. Was ist denn? Mach es sauber. Erstmal fotografieren hier. Fotos sind super geil. Sportboost. Ich will allgemein doch erstmal diese Scheiße angucken. Ich hoffe, es war eine Vergnügung. Mann. Das wäre doch echt mal schön, wenn ich Gegner angucken kann. Ja. Ich bin irgendwie total überfordert mit der ganzen Situation hier. Ah, austauschen. Jawoll. Das Mythos braucht weniger Eve. Verwaltungsgäste verleihen auch Eve. Was habe ich denn jetzt noch? Verwaltungsgäste verleihen Eve. Sie bewegen und schwingen den Schraubenschlüssel schneller. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen und etwas anderes erbeuten. Na, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Verwaltungsgäste verleihen etwas mehr Gesundheit. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie... Ich glaube, ich nehme den hier. Dann haben wir das hier noch. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken, das ist glaube ich geil. Verringert die Schwierigkeit beim Hacken von Safe und Combo-Schlösser. Verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Dann hatten wir ja sonst noch das hier. Zwei überspannende Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Verringert die Schwierigkeit beim Hacken von Geschützen. Ja, nee, dann bleiben wir dabei. Das hatte ich gerade. Dann haben wir das jetzt noch. Da haben wir auch nochmal 500.000 neue Sachen. Erhöht den Schraubenschlüsselschaden. Finde ich eigentlich schon geil. Ah ne, hier haben wir nur die. Okay. Auf jeden Fall will ich deine Elektrobolt. Abzufahren. Okay. Und hier haben wir gleich eigentlich sonst nichts Geiles, ne? Ne, ich bin eigentlich so mit den Dingern eigentlich schon zufrieden, so. Ich will das Ding, also nicht auf. Elektrobolt. Abfackeln. Und dann nehmen wir einfach nochmal das hier. Ja, den will ich. Genau so in der Reihenfolge. Meine Güte, das war eine Geburt. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Siehst du mich hier? Ich will die hacken. Ich komm nicht ran, ne? Ja, gut. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen, aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Was lacht ihr die ganze Zeit, Alter? Ich bin voll auf den Sack. Was auch immer es ist nervig.
Das wäre cool, wenn man damit gucken kann. Ich liebe das hier drin, in diesen Dingern. Ich glaube auch nicht, dass die Leute rein können. Hacken wir mal. Nach dahin und nach unten erstmal. Boah, völlige Überforderung hier. So, wieder raus hier. So. Das ist voll unübersichtlich, finde ich persönlich, das hier. Oh, ich habe ihn getötet. Das war nicht ganz mein Plan, aber okay. Und schon wieder dieses Ding. Sprich lauter! Ich bin der Boss, du Wichser! Wer bist du denn, Alter? Junge, kenne ich den. Au. Ah, da können wir nur austauschen, genau. Hier wollte ich noch mal hin. Hacken wir das einfach mal. Für mehr Explosionsschrot. Okay. Da will ich gar nicht ran. Ich dachte, ich kann den Müll einmal gucken. Ich bin natürlich auch wieder der Held. Ich habe diese Elektro-Dings in der Hand und bin hier unten in der Kanalisation. Was haben wir hier? Ist ein gutes Foto? Jawoll. Sehr nice. Aber ich habe keine Munition mehr für die Fotos, ne? Würde ich schon sagen, was bringt mir das, wenn ich Fotos von den Viechern mache? Aber gut, jetzt habe ich auch einen Grund. Weiß ich auch, was das bringt. Ich will da drauf. Gut, dann nicht. Gut, meine lieben Leute. Aber mit dieser Aussicht würde ich sagen, beenden wir den Part, weil der Part auch schon viel zu lange geht. Nichts als Gerede. Ja, nichts als Gerede. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.